Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zu einem neuen Attest und ich bin heute nicht alleine. Yeah. Und heute haben wir was aus dem Tiefkühlschrank. Und darf ich's raus? Ja, bitte, hol's raus. Juhu. Lecker, 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 lecker. Ja, ich gehe davon aus und ich hoffe, dass es wirklich richtig lecker wird. Genau, das ist es. Heute gibt es, und ich muss gestehen, dass ich es nicht richtig aussprechen kann, weil es ist ein portugiesisches Produkt. Und also Pastéis de Nata, würde ich jetzt so auf in meinem deutschen Slang sagen. Ja. Aber ich weiß, dass die Portugiesen haben ja da so ein Zischlaut, also das heißt irgendwie Pastéis, also die haben so einen schönen Zischlaut. Also. Übrigens, wir sind beide getestet. Ja, wir sind negativ. Ja. Also. Knusprige Blätterteigtörtchen mit feinem Pudding gefüllt, typisch portugiesisch, habe ich auch schon in Portugal genießen dürfen. Es ist das Beste, was Lissabon hervorgebracht hat. Das habe ich dort noch nicht gegessen, aber ich habe es schon mal in Deutschland gegessen, von Portugiesen hergestellt. Also deswegen, ich bin gespannt, wie die tiefgekühlten industriell hergestellten schmecken. Ist von Rewe Feine Welt, also diese etwas besseren Rewe-Produkte, hergestellt aber in Portugal, also so steht es jedenfalls drauf. Und was hier drin ist, erzählen wir gleich, aber auf jeden Fall muss es jetzt in den Ofen circa 15 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze / Umluft. Also wahrscheinlich kann man sich das aussuchen. Da kannst du dir aussuchen, ne? Ja. Aufgetaut einige Minuten weniger, na gut. Ja, sind jetzt nicht aufgetaut, deswegen kommt das jetzt in den Ofen. Ofen ist vorgeheizt und jetzt kommen die Dinger in den Ofen. So. Zwei. 3, 4. So, jetzt gucken wir auch mal ganz schnell, was denn hier überhaupt so drin ist. Zutaten, Füllung, 64% Vollmilch, 35% Zucker, Hühnereigelb, Weizenmehl, Maisstärke. Blätterteig, 36% Weizenmehl, Margarine, Wasser, Speisesalz, Emulgatoren, Dextrose und viele andere leckere Sachen, die so in Lebensmitteln sind. Kann Spuren von Sesam und Schalenfrüchten enthalten. Und, ganz wichtig, jeder Tag verdient einen Verwöhnmoment. Wo steht das denn? Das hier. Spiegel. Dieses Produkt wurde liebevoll für Sie ausgewählt und verpackt. Ja, alles klar. Jo, mehr steht hier nicht. Da sind wir mal gespannt, wa? Guck mal, steht hier, was ich ja immer bei diesen Discounter-Produkten toll finde, steht ja immer nur, wer ist, ach nee, steht Black and Yellow in Porto, in Portugal, in Porto hergestellt. So, fertig, nach 14, 15 Minuten im Ofen. Und also ich bin ja der Meinung, die sind noch zu blass, aber mir wurde gesagt, die werden nicht. Ja, ich hätte jetzt gesagt, dass ja, sie könnten ein bisschen, aber ich glaube, auf der Verpackung wird ja auch alles immer ein bisschen schöner. Ja, aber so kenne ich die aus Portugal. Ja, ich meine, wir können es auch gerne nochmal reinschieben, wenn du möchtest, aber lass es uns einfach mal testen, wa? Also es ist auf jeden Fall warm und ich nehme das hier einfach mal aus dem Becher hier raus. Ja, also so sieht das aus. Also wie gesagt, ich finde, die könnten noch brauner sein hier oben drauf. Tja, wer weiß. Oh, riechen auf jeden Fall sehr gut. Sind wahrscheinlich sehr heiß. Mhm. Okay. Sehr puddingmäßig. Mhm. Schmecken aber erstaunlich gut für industriell hergestellt. Muss ich jetzt mal sagen. Ich möchte bitte zum nächsten Geburtstag 20 solche Packungen geschenkt bekommen haben. Mit einem Reisegutschein nach Lissabon. Gibt es die das ganze Jahr oder ist das jetzt nur so irgendwie also saisonal? Es scheint irgendwie neu zu sein, weil ich das in dem Supermarkt, dessen Namen wir vorhin ja schon genannt haben, wurde das als Angebot quasi angepriesen.
Aber vielleicht gibt es die auch schon länger, keine Ahnung. Also, es ist halt, es ist Blätterteig. Und ich finde, der Pudding hat auch eine sehr schöne Konsistenz. Das schmeckt auch sehr lecker. Ja, also, ich finde auch, also ich muss echt sagen, ich bin positiv überrascht. Ja. Ich glaube immer noch, dass er wahrscheinlich noch ein bisschen länger hätte drin bleiben können. Ja, gerade unten, das sieht man so ein bisschen an dem Blätterteig, dass er unten hätte er noch ein bisschen haben können. Das ist noch so ein bisschen matschig. Mhm. Aber auch in diesem Zustand ist er schon... Geschmacklich muss man echt sagen, ist das echt durchaus... Mhm. Okay. Mit besten Grüßen nach Portugal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.